Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Sylph, so ist der Windgeist, der mir letzte Folge nicht eingefallen ist. Ja, und den Wasser, Ifrit, Feuer, Gnom, Erde und Sylph, Wind. So, ja, in der letzten Folge haben wir Undin geboren, irgendwie, ne, aus dem himmelsblauen, wie auch immer das irgendwann mal hieß, dieser Kristall, den Dings hinterlassen hat, Belios. Und ja, wie auf der Oberfläche geht es gerade ein bisschen ab, weil ja irgendjemand hat auf Zaude Mist gebaut und jetzt ist hier wieder alles drunter und drüber. Monster kommen aus dem Himmel geschossen und Baul hat uns irgendwie gesagt, dass Nordopolika angegriffen wird. Also gehen wir mal dahin, machen wir da mal von hier aus, wenn es geht. Hier, das ist nicht Nordopolika. Okay, vielleicht kann ich mich nicht dahin nähern oder so, keine Ahnung. Oder ich bin im letzten Moment noch abgerutscht, keine Ahnung. So, Nordopolika. Okay. Bist du denn? Das sind diese Viecher, die aus dem Himmel geflogen sind, genau. Ja, ne? Irgendwie sieht das so ein bisschen aus. Stimmt. Stimmt, das Viech sieht aus wie so ein Boss, den wir mal bekämpft haben. Tagesanbrecher, Nachtanbrecher. Ja, die haben Boss Werte. Ja, okay. Guck mal. Naja, irgendwie, das, dieser Boss, den wir bekämpft haben, der hat glaube ich auch immer so zwischen. Ich weiß, wo ich mal klauen kann. Ob man irgendwie, der konnte glaube ich auch irgendwie das Wetter irgendwie oder Tageszeit irgendwie manipulieren, immer Nacht. Aber damals konnte man ja auch irgendwie, weiß nicht, in der Wüste. Oh cool, Staatsabsachen. Ich habe mir glaube ich angewöhnt, mit Repeat hier aufzuklauen, weil bestimmt jetzt hier uns nähern, so dem Ende nähern und wahrscheinlich dann auch so Endgame Sachen bekommen irgendwann mal. So, ich habe jetzt gedacht, als wir Nordopolika beschützen müssen, dass wir jetzt nur gegen so ein paar random Viecher kämpfen müssen. Da lag ich wohl falsch. Wir müssen ja gegen Bosse kämpfen, gegen zwei Stück. So, das war jetzt halt. Pass auf, so, was habe ich hier für eine Krankheit gerade? Das. Ich weiß nicht genau, was da für ein Start war, was er gemacht hat, aber oh mein Gott, mit dem Schiff, was? Irgendjemand hat den geheilt, glaube ich. Ich habe grüne Zahlen gesehen, glaube ich. Resistenz, Feuer, okay. Da schon wieder Wasser. Ich bin K.O. War es gerade hier oben, wollte schon sagen. Ja, oh, dann direkt. Ah. Ich habe meine Combo, damit mache ich das. Also nein, der Zauber bringt es irgendwie nicht so fertig. Also wenn du normal hier so angreifst. Warte, ich heile dich. Meine normalen Angriffe heilen den, was? So, dich aber nicht.
kümmere euch um den, ich kümmere mich um den, ja. Ich jetzt irgendwie nicht so mitbekommen, was ist denn meine Waffe für ein, hat aber kein Attribut, was hart magisch, ich hatte nichts damit zu tun, ne? Das hat einfach nur, weil ich so ein Effekt, den sie da machen. Au, 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 au. Okay, okay, ist gut. Ja, und zwar. Boah. Hilfe. Ja, komm, machen wir das, was immer funktioniert, ne? Ja, jedes Mal, wenn ich überall mit einsetzen, ne? Irgendwas kommt immer dazwischen. Muss sich dann einer an. Hey, das gibt's nicht. Immer wenn ich mal überall mit einsetzen, ne? Der Gegner macht dann immer irgendwas. Der Gegner macht dann jedes Mal irgendwas, um mich irgendwie davon abzuhalten, was zu machen. Ich wollte meine Mystik einsetzen, aber wo ich die ganze Zeit angegriffen, konnte gar nichts machen. Ist doch einfach nicht mehr. Das ist schon kack überleben. Der kriegt ja nie was gerissen in dem Spiel. Ja, wenn ich 4 einsetze, dann bin ich unbesiegbar. Wenn ich gestackt und also was, aber trotzdem. Doof, ey. Wenn ich so ein schlechtes Überlimit in irgendeinem Teil aufspielen sehe, ey. Kriegt dann niemand auf der Reihe. So. Okay, mal kaputt hauen. Sie fliegt mit der Rakete weg. Man hat schon gesehen hier. Au. Das war Patty, glaube ich, wieder zurückgekommen ist. Oh, ah. Oh, kurz orange. Kann ich dich jetzt angreifen? Ja. Mache ich erstmal einfach platt, wenn es geht. Mal wahrscheinlich irgendeine Fähigkeit oder so. Au, die hat davon abhält irgendwie. Boah. Hey, Junge. Dankeschön. Ich weiß nicht, was das für eine Krankheit ist. Rote Kreuz, das sorgt dafür, dass ich keine Arzt einsetzen kann, aber was ist das? Dann mach mal einen von dem Platz, ey. Ich stehe gerade erst auf, dann werde ich schon wieder am Boden gehauen. Schon wieder. Was manchmal gar keine Kontrolle über irgendwas hier, ich sag, ganz wissen wir halt hier mit optionalen Bossen und so aussieht, ey. Der absolute Horror wahrscheinlich. Was kann er? Geht alle auf ihn los. Na, gibt sie weg. Er verlädt, braucht sie. Ist ja da keine TP. Jetzt wohl nur noch das hier brauchen, nehme ich an, ne? Was so richtig unfair ist, ne? Wenn die Gegner überall mit sind, ne? Die Angriffe jucken die nicht mehr. Aber wenn ich immer Limit bin, dann habe ich das Gefühl, bringt fast gar nichts. Ich habe gesehen, Patty war gerade immer Limit, was? Wie? So. So, gucken wir mal wieder, wie das hier abläuft. Ah, komm mal her. Ich will mal mit jemand anderem einsetzen. Ich glaube, von Repeat haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Ja. Ja, wird nicht reichen. Da mochte ich doch schon eher so in Kells of Graces und Berseria und Co. Ehrlich, 1 AP. Ich meine, die wurden zwar langweilig, weil du die so oft eingesetzt hast, aber ja, wenigstens funktioniert die meiste Zeit. Ich bin mir sicher, ja, jeder kriegt ein Level ab. Wir sind zum Glück alle auf der gleichen Stufe jetzt.
gleichen Erfahrungspunkt und so. Nicht sehr gut. Das ist noch mal so ein Kampf, stimmt, ne? Ja, so einfach geht's. Ich mache Rita im Team gab. Den kenne ich sogar noch. Ich wünschte, anderen Städten auch ein bisschen geleitet. ありがたいが、俺たちも急いでてね。もう行くわ。そうか。あんたたちならいつでも歓迎する。サンキュー。 So, die Bedrohung durch den Alephagos. あの気持ち悪い魔物が星神から生まれたものだったなんて。フェローが見せた幻、あれは星神の脅威を体験させるためだったんですね。でも今度のは幻じゃない。これからどんどんあんなのが襲ってくる。いや、はじめに viele da rumgeflogen sind. Lass mich die Angst aus dir rausbeißen. Oh, so, alle Level 62, so muss das. Warte mal kurz hier gucken. 53% erste. Das ist so Ausbrecher. Das ist das, wie ich dafür gekämpft haben damals, ne? Also hat Pharaoh spätere Ereignisse foreshadowed oder was? So ich das verstehe, ne? So foreshadowed man Sachen, glaube ich. So cool. Ja, lass mal ausruhen hier. Kann ich eigentlich jetzt hier wieder neue Sachen erstellen? Was mit dir eigentlich? 250 alte Stunde, das ist auch voll viel. Das haben wir jetzt nicht verdiene. So, kann ich neue Sachen herstellen? So, nee, sieht nicht so aus. Ich kann noch Sachen herstellen, aber ich weiß nicht, wo ich die Sachen hiervon kriege. Und einige Sachen kann ich herstellen, indem ich hier blaue Sterne gebe. Da müsste ich irgendwie dieses Team Kolosseum Kampfdingen hier machen. Auf ehrlich gesagt nicht so Lust habe, weil erstens ist das nicht so einfach und zweitens würde ich dann voll überleveln, wenn ich das jetzt mal mache. Ich krieg so, glaube ich, weiß nicht, 10.000 Erfahrungspunkte oder so. Ich meine so viel waren das ungefähr. Ja, wenn ich das dann jetzt so oft mache, dann überlebe ich wieder volle Möhre. ウンディーネと合わせてあげたいです。きっと喜びます。今はやめとけ。けど全部蹴りがついた時には驚かせてやろうぜ。はい。にしてもあの化け物パレストラーレの手だれが太刀打ちできてなかったな。僕らは倒せたのにね。何か違いがあるとしたら精霊かしらね。星神はエアルに近いってんなら 精霊の力が影響した可能性はあるわね。それじゃあと3体揃えばもっと対抗できるってことか。どうだろう。エアルを抑えるだけなら属性揃えれば十分だろうけど、相手はあの星神だから何とも言えないわ。アパティアだってそこら辺に転がってるもんじゃないしな。エンテレキアももう数少ないみたいですし。な、世界に存在するブラスティアって相当な数だよな。
So desu ne. Blastia wa watashitachi no seikatsu ni kakasenai mono desu kara. Koa tte Apatia no kakera de dekiteru tte koto da yo na. Dattara, moshi seirei 4 tai de tarinai nara, sekai juu no koa wo seirei ni kaetara ii njanai ka? So nattara, umibe no sunatsubu mitaku, seirei darake ninaru kamoshiren no. Mucha na koto yu wa ne. Daitai dou yatte yaru no yo? Kari ni houfou ga wakattemo, Blastia hitotsu hitotsu wo maaru no kashira. Sieht doch sehr gechillt aus. Das ist genau wie in Final Fantasy 10. Es ist genau wie in Final Fantasy 10. Spoiler. Um Sinn zu besiegen, müssen die Bestias alle geopfert werden. あんたたちがそれで良くても嫌がる奴は大勢いるだろうな。それでもやらなきゃ、世界は星はみのもんだ。俺たとえ仲間以外の誰にも理解されなかったとしても。 まあ、とにかくまずは4属性の精霊を生み出そうぜ。じゃの、先のことはそれからでも考えられるのじゃ。 Baurugaエンテルケアのいる場所を知ってるんだよね。ああ、船に戻って聞いてみよう。Oh, wir haben schon einige zukünftige Pläne hier geschmiedet, falls alles den Bach untergeht, ne? Und es wird so oder so darauf zurückkommen, ne? Sonst wird das jetzt nicht erwähnt werden, ne? Also ja, es wird so oder so zu diesem Plan kommen, habe ich so gefühlt. Man wirft sowas nicht einfach in der Runde und erwartet, dass nichts passiert daraus. Also. Sind übrigens immer noch zwei. エンテレケアの使徒引き換えに得られるものだから、仲間を危険な目に合わせたくないんですね。バル、聞いてくれ。俺たちは世界を守りたい。けど、そのために誰かを犠牲にしていいなんて思ってない。一方的にエンテレケアからアパティアを奪う真似はしない。お願いします、バウル。頼む。教えてくれ。エンテレケアのいるところを。 エレアルーミンはトルビキア大陸の北東部。Nordöstlichen Teil von Trubizia. エレビーゼはウェキア大陸だそうよ。ありがとう、バウル。Nordöstlich von Trubizia。トルビキア大陸の北東部。最近になって結晶化した大地が生まれたところかしら。Nordöstlich Trubizia. ウェキア大陸ってのは帝都のあるイリキア大陸のさらに南のやつでしょ。ウェキア大陸、時の皇帝カルクス3世が開拓のために4度にわたって調査隊を派遣したが、いずれも更新が途絶え、戻る者もなかった。テルカリュミレースに残された最後の秘境です。そんなとこなの。 ウェキアのレレウィーズは最後に回した方がいいかもしれないな。どうするかは任せるそうよ。サンキュー、バウル。行こう。いつまでも先送りにしとくわけにもいかんの。
okay. Kommt das auf einmal her. So, oh, der eben ist wieder gechillt. Gut. Nordöstlich vom Tublixia. Sind jetzt irgendwie hier freigeschaltet? Nö, glaube ich nicht. Nordöstlich von Tublixia. Hier gibt es zwei, super. Nordöstlich, also da oben rechts irgendwo. Okay. Gucken wir mal. Ja, egal. Ich tue jetzt hier nicht extra fischen. Obwohl jetzt, jedes Mal, wenn ich am Aufnehmen bin, sind hier so viele Sachen, ey. So, nordöstlich Tublixia, irgendwo hier dann. Natürlich sind hier wieder so Vögel. Sind das die Dinger hier? Kann ich jetzt endlich was mit den Dingern machen? Das sind die Dinger, oder? Warte mal, wie viele von denen habe ich gefunden? Ich könnte vielleicht sogar hinkommen, ne? Das ist bestimmt das, ne? Pass auf. Davon gibt es irgendwie bestimmt so drei Stück noch. Überall, glaube ich. Aber kann ich da überhaupt rein? Ich muss da irgendwie, glaube ich, immer so einen Stein kaputt machen, oder? Nee. Dreck. Ich dachte, ich hatte recht. Schade. Nordöstlich von Tublixia, aber das ist doch hier, ne? Irgendwo hier noch mal kurz. Hier noch Material für die Naturkurse. Die Substanz finden sich ausschließlich in den Intellekte, die sich auf der Kristallinsel Nord, die sich auf der Kristallinsel nordöstlich von Tublixia befinden. Kristallinsel. Ach, das war vorher noch nicht hier. Okay, da war ja immer auf der Karte, aber er war vorher noch nicht hier, alles klar. Die sind wahrscheinlich neue Monster, ne? Lass mal gucken. Mein Gott. Ich dachte, ich hatte recht mit diesen Dingern. Wäre doch super geil gewesen, wenn da irgendwie diese Geister drin gewesen wären, oder? Ich muss da nicht die Geister finden, ich muss Kristalle finden, ne? Ja, Steine, den ich Geister schaffe, ne? Aber wenn ich Geister erschaffe, ne? Bedeutet das, dass Tales of Vesperia vor allen Tales of Spielen spielt? Weil in den meisten Tales of Spielen heißt es ja immer, da gibt es diese Geister ja schon, ne? Und dann gibt es immer so Legenden, ja, oh, die vier Geister, die haben vor Jahrhunderten oder so in der Welt irgendwie geherrscht, was weiß ich. Was sowieso nicht, ich tue mich sowieso nicht in so weit hineinversetzen. Ich glaube auch nicht, alle Tales of Spielen miteinander verbunden, so oder. Oh, ich meine, ich habe mal gehört, Tales of Vesperia soll irgendwie mit Symphonia irgendwie verbunden sein. Das war aber schon Jahre, bevor ich das Spiel überhaupt gespielt habe. Also Vesperia. Ich meine, irgendwie sowas habe ich auch mal gehört. Nimm mal, glaube ich, noch irgendwie eins. Phantasia. Phantasia ist, glaube ich, auch, spielt, glaube ich, auch in der gleichen Welt. Also eigentlich jedes Spiel, wo diese Geister vorkommen, ne, müsste ja eigentlich verbunden sein mit Symphonia, Phantasia und so. Und dann gibt es irgendwie das Zestiria und Berseria natürlich, die sind miteinander verbunden. Und die
Die scheinen mir irgendwie eine komplett andere Welt nochmal zu sein. Ne? Wo weiß man nicht, vielleicht geht das auch alles noch vor Symphonia und was weiß ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Art handeln. Ist genau wie Final Fantasy, da gibt es auch einige Welten. Die sind miteinander verbunden. War irgendwie auch nicht. Könnten miteinander verbunden sein, aber irgendwie sind sie auch nicht. So, mal gucken, ob ich irgendwie kochenmäßig noch am Level bin. Gerade Kroketten tue ich hier gerade erstellen. Ja, bin ich noch. So. Du bist nicht neu, du bist neu. Du bist ein Skorpion. Ich brauche irgendein Skorpion-Zeug. Irgendwas. Glaube ich. Und das ist noch ein Monster. Ein neues. Schwerpion. Weil du schwer bist oder weil du ein Schwert hast. Kristallgeist. Ich habe gesagt, ich habe voll geile Sachen vielleicht. Oh, lass mich doch mal. Bisschen heiß. Boah. Oh. Ich glaube, bevor ich da reingehe, noch mal in ein Zelt oder so einsetzen, damit ich wieder voll geil bin, so TP-mäßig. Weil Yuri und Repeat, dann geht es ein bisschen schlecht. Sachen. So, dass wir immer die anderen Charaktere einwechseln, um zu gucken, ob die neue Sachen gelernt haben. Ja. Jetzt glaube ich, wenn Patty irgendwie eine Rakete hier landet, ne? Ja, bloß. Der Freibeuterin, warum fliegst du denn dann durch die Gegend? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das Skorpionschwanz, da brauchte ich für irgendeine Waffe, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher, so, weil nicht Carol. Boom. Steuern wir mal jemand anderen übrigens. Repeat, keine Ahnung. So, haben wir ja alles monstermäßig. Wenn ich dann mache ich das halt noch vier verschiedene Monster, das ist doch genug, ne? So, jetzt mal weiß ich nicht, ein Zelt ein. Dieser Ort war ja vorher auch noch nicht da, also ich meine, ich habe jetzt ja auch hundemäßig alles, ne? Ne. Na, guck mal, da oben rechts haben wir. Ich verstehe nicht, wie immer hier alles eingenommen wird wieder, ey. Manchmal kümmere ich mich darum, aber dann irgendwie spiele ich ein paar Stunden wieder und dann schon wieder alles weg. Die Kristalllande von Erealum Lumen. Erealumen. ここが結晶化の中心みたいだな。綺麗。夢の中にいるみたいです。低密度で結晶化したエアルか。むしろマナー。サンプルを採取しておかなきゃ。森全体がお宝なのじゃ。でも船には運べないのじゃ。なんであも反応に差があるかね。バリバリ砕けるよ。 あ、のんきなもんね。これ自然にできたんじゃないわよ。え、どういうこと？結晶化によって新たに生まれた地の中心。ここにそれを行った何者かがいる。それとエアルクレーネもね。うん、うん。どうしたラピード？なんか見つけたか？ これって Was? Sagi, ich habe das Gefühl, der macht gern Zeugs kaputt.
Kein Skill, okay. Ich dachte, der kommt schon direkt wieder aufgeploppt. Ritter, ehrlich? Ne, Barbaren. Keine Ahnung. Barbaren Dave. Barbaren Dave. Was mit der Musik hier? Musik hört sich ein bisschen anders an. Habe ich mir nur ein. Irgendwie quietschiger. Immer alles geplant, ne? Wegen dem Ort hier. Oh, oh Gott, ich hoffe, mir gehen die magischen Augen nicht aus. Au! Mais, Pimen. Lass mal auf die Magierin los. Au! Ich jetzt mal nicht an, ihr habt irgendwelche Sachen, wo ich die Sachen zum Klauen. Boom. Kann ich hier lange vorher in die Luft einsetzen? Spring doch! So, boom. Oh, ich dachte, ich kann das aneinander kippen. Boah, ich habe eine Sache gar nicht belegt, was ich gerade. Aua. Ah. Oh, Magierin, ehrlich. Komm, warum kriege ich denn die ja nicht? Klappt, ey. Oh. Und jetzt wieder aufstehen, ne? Oh, Junge, geh weg. Ehrlich. Ey, ich kann ja nicht vernünftig angreifen, ey. Oh. Oh. Aha. Oh Junge, geh doch mal weg von mir. Ey, muss mich hier jedes Mal irgendjemand angreifen, wenn ich gerade auf die losgehe? Das gibt's doch nicht, ey. Oh, jetzt hat die schon wieder geheilt, weil ich... Boah. Gibt's doch einfach nicht, ey. Boah, die Gegner will ich so von aus dem Weg gehen, ja. Haben wir jetzt einmal gesehen, muss jetzt nicht noch mal sein. Ganz auch ruhig mal wieder, weiß ich nicht. Bei Wahl. Ja, spiele ich einmal wieder nicht Yuri, ne, und dann dauert das voll lange, bis die Gegner kaputt haben. Ich so cool. Oh, da wollte ich gar nicht. Aber Ananas-Gummi ist gut. Oh gut. Ja, gegen diese Gruppe möchte ich nicht noch mal kämpfen. Haben wir einmal gesehen. Das war's. Ja, da lassen sowieso nur Ananas-Gummi und all so was. Was eigentlich nicht schlecht ist, aber trotzdem. Oh, daneben. Okay. Jagdtrunk, keine Ahnung. Das ist nicht so wichtig aus, die Sachen. So, du bist auch ein als Monster, also komm. Aber ich habe schon draußen gesehen. Limitrunk, Krog. Gehen wir einfach durch, gucken, was hier drin ist. Wir kämpfen wahrscheinlich den Boss oder so, und du bist ein neues Viech, aber du bist hier in der Luft, also kann ich nichts machen, deswegen mache ich mal den hier.
So, komm mal her. Muss ich doch mal hier finden. Ey? Das ist voll putzig, ne? Wie sich die Musik geändert. Das ist halt nur für dieses Gebiet, weil dieses hier so ein glitzerndes Gebiet ist. Was hat jetzt? Weiß nicht, das hört sich jetzt nicht so an, als würde das so im Normalfall irgendwie passen. Aber vielleicht irre ich mich auch. So, uns gehen alle die TP aus. Ich habe leider schon alle TP-Rezepte hier voll gemeistert mit jedem. Deswegen wäre Verschwendung, ehrlich gesagt. Ich habe auch jeden eingestellt, dass die volle TP einsetzen sollen. Also so oder so wird es Probleme geben in Sachen TP. Kiwi, Insektenhorn und Schafklingen. Eine Klinge von den Schaf. So, direkt noch ein neues, wie ich glaube, ich muss gleich magische Augen noch mal kaufen. Wird mir langsam zu riskant. So, ich habe noch 5 Stück, also 4 Stück hier nach. Jetzt reicht aber auch mal mit. Da kommen ja irgendwie, weiß ich nicht, so Bosse, die irgendwie aus 3-4 Leuten bestehen und so, und ich kann die nicht analysieren, ne? Aber ich bin im Hand gleich sowieso, dann gehe ich noch mal kurz raus einkaufen wahrscheinlich, weil geht doch nicht. Warum ist denn der Boden hier so komisch? Warum hinterlasse ich denn Fußstapfen im Boden? Aua! Ah, Der Teller hat überhaupt kein Problem mit ihren TP. Jawohl, komm. Nein, wir haben beide dann den Gaun. Na, warum? Ja, okay. Raven hat einfach gestochen und dann war er weg. Ja, vielleicht habe ich auch Glück, ich muss nicht gegen Boss kämpfen, um Undin irgendwie zu bekommen. Undin zu bekommen, haben wir ja auch nicht gegen Boss gekämpft. Also, vielleicht habe ich auch Glück. Ah, okay. Wiederbelebung, ehrlich. Da brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann soll ich auch was machen, Raven, ne? Also. So. Kristall, den brauche ich auch für irgendwas. So. So, oh Gott, nein, geh weg. Nochmal gegen so Menschen zu kämpfen, habe ich keinen Bock drauf. So, wie war's mal mit so einem Heilspeicherpunkt? Ich habe ich auch schon gesehen. Kann ja alles kaputt machen, sehr gut. Mein Zerstörungswahn wird befriedigt. So. Warum können wir hier hin? Hier ist nichts. Okay, ich wollte schon sagen, platziert jetzt nicht wieder Gegner hier direkt vor meiner Nase, wo ich nicht vorbei kann. So. So. Ehrlich. Jedes Mal. Skorpionschwanz. Meinen, den brauche ich noch, weil ich gehe vielleicht nach dem Part noch mal raus, ob ich neue Sachen herstellen kann.
Ich bin mir ziemlich sicher, einige Sachen, die ich hier bekomme, sind Sachen, die ich brauche. Ja. Magisches Auge, ey, cool. Okay. Vielleicht muss ich noch nicht hier raus. Wenn ich hier magische Augen. Was mache ich eigentlich? Wenn ich hier magische Augen klauen kann, dann brauche ich das gar nicht. Kann ich mir neu herstellen. Neue Sachen herstellen, wenn ich hier fertig bin und rausgehen muss. Oh. Neue TP werden ein bisschen knapp. Geh weg. Mach klau doch was. Oh, macht gar nichts an Schaden. Ist hell. Ich geh noch nicht auf den los. Den will ich noch beklauen. Okay. Noch. Nee, du hast kein Dings mehr. Stein. Du hast mich versteinert, ne? Da mache ich dich mal über platt. Oh, danke, Esther. Wir müssen uns ja mal absprechen mit unserem Moves. Hab ich gesagt, okay, ne? Das geht so nicht. Kannst du nicht verarzt, ob ich eins jetzt nach dem schon trank. Ein einen kostbaren Trank. Braucht doch mein Geld. Ich muss dafür sinnlose Quests abgeben, in denen ich nichts bekomme als Belohnung. Das ist etwas Zufriedenheit. So, Betäubungstalisman. So, ja, hab ich mir schon gedacht. Muss man nicht über dieses Kristallwasser hier schwimmen. Bist du neu? Sag mir, du bist nicht neu. Okay, sind wir, warum sind die so komisch? Ich verstehe nicht, warum die so komisch sortiert sind, ey. Sind ja eigentlich als letztes hier sein, ne? Hier so ein Typ mit so Raphael. Dinger, ich weiß, ich wusste mal, wie die Dinger heißen. Ich habe es aber vergessen. Na komm. Ich will jetzt ja nicht so lange. Ich glaube, den habe ich noch nicht bekämpft. Dreck, ey. Komm her. Mit nerviger Kampf. Ja, ich werde doch irgendwie hier nach rausgehen. So, ja. Wieso? Warum mache ich das? Ah, sehr nett. Er geht schon wieder auf mich los, wenn ich. Hey. Soll ich denn hier den Kampf einfacher machen, wenn die alle auf mich losgehen, wenn ich auf die Magier los? Oh, Junge. Also was hier? War schon von Repeat die Dings gesehen. Ah. Höchste Schaden, komm. Da war viel Schaden. Okay, haben wir die schon mal gesehen? Ich glaube nicht, ne? War ein bisschen unspektakulär, weil nämlich mal nur zwei Schlitze einfach nur, ey. Komm schon. Wir werden, glaube ich, herausfinden, ob wir die gesehen haben oder nicht. Weil ich glaube, jedes Mal, wenn wir den Mystischart zum ersten Mal einsetzen, da kommt noch direkt ein Skip danach, ne? Ein Skip danach. Ich komme ja nicht rauf! Aua. Oh Gott, ich bin nicht tot. Gut. Oh, Esther hat auch keine Dings mehr. Geil. Okay, das ist gestorben. Voll gehört. Oh. Das hatten wir hier. Ich muss hier so oder so, glaube ich, noch mal raus.
wenn schon nicht um neue Sachen zu kaufen, aber dann um irgendwie, boah, irgendwie weiß nicht, TP oder so aufzufrischen wieder. Na, selbe Heilung. Ja, ich hätte es lieber gehabt, wenn du mich geheilt hättest, aber okay. Nein, setz immer die Revitalisierung oder so ein. Oh, ja, ich schon wieder vergiftet. Ey. Ich hoffe wirklich, hier ist ein Heilspeicherpunkt irgendwo in der Nähe. Ich habe jetzt auch nur gegen mich gekämpft, weil ich dich noch nicht hatte in meinem Monsterbuch. Ey. So. Ein passender Name. Da haben wir doch noch nicht eingesetzt, ich wusste es. Irgendwie sieht Repeat gerade voll putzig aus. Hey, das passt. Noch nie. So. Oh nein. Fettes Stück. Okay, ich wollte schon sagen. So, fettes Stück steht genau da vorne. Cowboy Hut, den habe ich glaube ich schon lange, ne? Ja. Pff. Danke. Ich klinge ein bisschen salzig. Quatsch. So, sobald ich einen Speicherpunkt sehe, ne? Und ihr sagt mir jetzt nicht, wir müssen gegen die kämpfen. Okay. ボスやティソンたちは師匠たちは奥に。え、なん置いて。ボスはともかく、ティソンがなんを連れてかないなんて。一体何があったのさ。不意に標的とここで戦いになって、私いつもみたいにできなくて。師匠が迷いがあるからだって。迷い？ 魔物は憎い。許せない。その気持ちは変わらない。でもFuscht uns gerade irgendwie in die Suppe. Verdammt. Kido. Konna tokoro ni hitori de ite wa kiken desu. Issho ni iko. Na. Karol. Klingt den jetzt so weinerlich. Auch Speicherpunkt. Kein Heilspeicherpunkt. Dreck. Highlander, hey, den konnte ich mir glaube ich herstellen, aber ich hatte keine Sachen dafür. Cool. Glaube ich. Ja. Ich hab meine an. Ach ja, das habe ich gelesen im Dings in der Beschreibung. Beim mystischen Atem mehrmals X-Bestätigung mit Angriff Treffer hinzuzufügen. Cool. Also während ich die Mystical einsetze oder was? Das Ding ist aber schwächer als was ich jetzt habe. Dreck. Ja, da habe ich mich, weiß nicht, das hat mich irgendwie, weiß nicht, erstaunt, dass ich das gelesen habe. Ja, das ist auch noch eine Truhe, perfekt. Fenster Rächer. Ey, einen Moment.
Okay, plus 1. Ich wollte schon sagen. Extra Combo. Extra Combo. Ne, ausreichend 3 ist anders. Ist neu. Ne, machen wir erstmal mit dem stärkeren Dingen rum. Gut, da jetzt hier ein Speicherpunkt ist, werde ich hier mal kurz rausrennen und mir neue magische Augen kaufen. Vielleicht mal gucken, ob ich neue Sachen herstellen kann und so. Da wir ja jetzt hier Zugriff auf neue Materialien haben und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter in diesen Kristallhöhlen und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, ciao.